hat hier bestimmt 5-6 Mal Diet, Diet, Diet gemacht. Aber als ich dann zu dir, also hier nochmal hergekommen bin, um zu sagen, dass es deiner ist und dann die Leiter geholt hat, dann war es halt aus. Und ich hätte die Leiter ja auch nicht gebraucht. Also manchmal kannst du irgendwie sagen, dass da Staub reinkommt oder eine Fliege oder sowas. Ja. Guck mal, Richard steht da hinten. Aber warte mal, ich muss mal strüllen jetzt. Und wir sollten vielleicht auch bald dann irgendwann mal Schluss machen. Aber ich will mal eben pinkeln. Genau. Bis gleich. Sorry. Aber das musste ich jetzt erstmal. Ich meine, hätte ja auch brennen können, ne? Ja, yeah, klar, klar. Ist okay. Aber dein Fenster ist ja zu. Es hat auch nach nichts gerochen in deinem Zimmer. Also nehme ich nicht an. Das ist das. Ja, ich hätte halt sonst gesagt, einen Kurzschluss irgendwie. Ich kann noch mal eben gucken. Aber nach sowas, da habe ich jetzt nämlich erst dran gedacht. Aber eigentlich, wenn es nicht riecht, dann sollte der Feuermelder auch nicht deshalb losgehen, oder? Ja. Ich guck nochmal und gehe auf Klo. Bis gleich. So, wieder da. Soll ich vorgehen? Jo, kannst du machen. Also, es brennt nix und ganz ehrlich, wenn wirklich was brennt, dann gehen die Dinger auch nochmal an. Ich habe ja den auf dem Flur auch Das kann ja passieren. Angemacht. Ach, guck mal. Warum kann ich dir nicht zuhören? Anna? Es geht um Anna. Erzähl mir etwas über die Fantastischen Fünf. Achso, ich bin Teil der Fantastischen Fünf. Bist du? Ja. Aber die vermissen zwei Leute. Was? Kann ich nicht mithören. Weiß ich nicht, du musst auf mich klicken oder auf den Typen? Nee, da ist nichts. Das ist nur eine Sprechblase, die ich nicht mithören kann. But they never showed, and now look at us. We are either dead or dying. Oh, please, I implore you. If you can, save my friends. They're still there in the dark, desperately trying to make a stand against that beast of steel. So. Die, irgendwas geht's jetzt? Nee, ich kann aber unten rechts steht immer das Dialog und Aktionsfenster, da kann ich mitnehmen. They tricked us, we'll never survive. Ach so. Some kind of wizard, isn't he? All I know is that monstrosity down there. Ach so, eine Monster. Ja, Mann, die machen wir platt. Die Monstrosity. Ich bin dann mal weg. Nicht so monströs wie mein. Ich bin halt immer noch am Überlegen. Nee, mein Jahan zu reden. Weg mit dir, Jahan. Jetzt weiß ich, warum ich mithören konnte, weil ich Jahan gleich ausgewählt hatte. Ach, du Lappen, Alter. Achso, erstmal die Schriftrolle des Blitzes einsacken. Hier sind Ratten, sprich mal lieber mit den Ratten, du Lootratte. Ah. Uff, da ist die Monstrosity. Junge, Ahu Sparkmaster 5000. Ich glaub, du müsstest aufladen. Ahu Funkensprüher 5000 heißt der bei mir. Kannst du mir so einen hässlichen Magier rüber teleportieren? Ich glaub, mit Eismagie. Boy, kannst du mir gleich so einen Magier rüber? Achso, ja, diesmal spare ich mir meinen Abpraller. Teleportieren wir mal noch nichts rüber. Okay? Richtige Dubstep. Soll ich mir den sparen, den Abpraller? Was meinst du? Für gleich? Ich glaube, wenn du jetzt den reinpackst, ist genauso gut, wie wenn später. Mit Buff? Ja gut, ja, hast recht. Ich bräuchte halt mehr Initiative mit meinem Tank. Ich mach den ganz linken, oder? Was meinst du? Ja. Ja, ja. Auf, das hat nur die beiden. Das war enttäuschend. Ja, dann Spark machst du. Mit was für einer Magie, sagst du, muss man den bekämpfen? Hm? Mit was also für einer Magie musst du? Ich glaube nicht Blitzmagie, weil die ihn mit Blitzmagie aufladen wollen. Okay. Ach, weißt du was, ich schieß einfach. Wie viele Typen sind hier? Gar nicht so viel. Ich schieß nochmal auf den mit 50%iger Chance. Vielleicht habe ich ja Glück. Ha. Nein, habe ich nicht. Ha. Natürlich nicht. Dann gehe ich noch einen Schritt. So, jetzt ist sie dran. Ich kann da natürlich nicht hinchargen. Natürlich kann ich das mal wieder nicht. Ich könnte uns buffen. Das mache ich auch. Wow. Ach so, wie du immer deine eigenen Charaktere buffst, nicht meine. Normal, weil ich auch keinen Schaden mehr mache. Ich kann nur noch ein bisschen hin und her laufen. Du hättest aber einen von meinen Leuten buffen können, die hätten ein bisschen mehr Schaden auch vertragen können. Also, bist du auch gebufft, das macht auch mehr Schaden, Int. Ja, aber dem. Egal. Ist egal. Ist egal, ist mir egal. Ich bin auch getriggert, weil. Ach so. Du buffst dich da auch selber immer.
Jetzt wollen wir nicht rum hier. Uff, jetzt kommen die, die dürfen nicht sterben, oder? Weiß nicht. Visco, Victor und Richard. Krichard, Alter. Krichard ist der hier. Überleg grad. Wer ist denn gleich dran? Als erstes ist der Bogi von denen dran. Dann der Funksprüher. Uff, du bist so lebensmüde, Mann. Und nach dem Funkensprüher sind die beiden Magier dran. Ein eingefroren. Ob man nicht den... Ach, den Magier, okay. Ja, ja, den Funkensprüher, keine Ahnung, ob man den einfrieren kann. Wahrscheinlich nicht, weil es eine Maschine ist. Oh, okay, der macht nicht viel Schaden. Digga! Visco ist tot, oder? Uff. Uff, Visco, Alter. Ich glaube, wir müssen gegen das Ding hier was machen. Ich glaube, das fickt uns sonst. Nein, egal. Nicht auf, der ist aufgeladen gewesen. Siehst du, jetzt hat er nicht mehr diese so. Elektromagie um sich rum. Wir müssen verhindern, dass die Magie ihn Strom aufladen. Verstehe. Deswegen habe ich den einen eingefroren. Strom? Okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Kannst du den knocken, den untoten Magier, den linken? Ja, kann ich. Dann mach das mal. Ich habe nur noch zwei Knockback-Pfeile, aber egal. Ups. So sieht's mal aus, ups. Ey, und jetzt laufe ich noch ein bisschen näher ran. Weil ich nicht so gut hitten kann von da hinten. Meine Chance ist nicht so hoch. So. Ach, Bullshit. Doch, hä? Den Charge. Ah ja, dahin. Ja. Ich hoffe, wie lange geht das einfrieren? Egal, ich gehe da trotzdem hin, dann stehe ich bei dir. Kann ich dich zur Not heilen, sehr gut. So. Jetzt könnte ich den Eingefrorenen hauen. Soll ich das machen? Ja, ich würde sagen, wir machen die Magier zuerst. Die Magier, ne? Sparkmaster. Ja. Weil ich glaube, der ist nicht ansatzweise so stark ohne seine komische... Ja, ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist er sogar direkt tot. Nein, das wollte ich nicht, du Scheiße. Ja. Ja. Aber so ist halt gut, wenn ich bei Jahan stehe, dann kann ich ihn zur Not auch heilen oder wir können uns gegenseitig heilen, dann sind wir da eigentlich ziemlich safe, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, ja. Blöd nur, dass der eine Typ tot ist. Visco. Ja, aber ich glaube, die sind relativ, das sind ziemlich guter, hat muss ja nicht alle. Hauptsache Krich hat überlebt. Hauptsache Jahan kann. Uff, da sitzt auch einer oben drauf. Guck mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das ein Skelett oben drauf ist. Ne, ich hab nur den Roboter gesehen. Falsch schon gemacht. Weil da oben diese Leiste von den Porträts im Weg war. So, mal das ist er. Digga, der macht auch so gut Schaden. Ja, aber der hat's überlebt. Ja, Victor, noch. Mein Junge. Die müsste ich eigentlich heilen. Jetzt Victor hat gar kein Leben mehr. Warte mal, der Bogenschütze ist betäubt, der Magier. Ich gehe auf den Magier wieder, ne? Nicht, dass es nicht darum geht, Leben zu retten. 100%ige Chance. Dann kann ich wieder meinen Buff anmachen. Ach ja, weil die alle CC sind, dann ist die Chance immer 100, weil die sich nicht bewegen können. Na, hat aber nicht gereicht. Ja, mehr kann ich nicht machen. Ich kann noch näher ranlaufen, falls die. Ja, mach ich auch mal. Einfach für den Fall, wenn die dann nicht mehr CC sind. Also nicht, hätte mehr AP für den nächsten Zug, aber egal. Ach so, ja gut, ja. Aber das macht nichts, ich habe hier meinen Wirbelwind, der trifft alle drei. Ja, dann ist gut. Uff. So, und jetzt kann ich den Magier platt machen, vielleicht, mal gucken. Ne, nicht ganz. Genau. Nein. Uff. Vergiften fehlgeschlagen, ja gut, nochmal. Das hätte ich mir so, dann mach du mal den Magier und den untoten Bogenschützen platt, die müsstest du eigentlich beide schaffen. Aber pass auf, dass du Victor nicht wegsprengst, der hat nur noch 3 AP. Ja, nee, das traue ich nicht. Ich gehe glaube ich lieber auf den bösen großen hier. Okay. Ja, dann hau ich den gleich um. So. Willst du ihn anzünden? Nee, kann ich grad nicht. Oh, nice. Ach so. Er hat einfach beide Kills gestealt.
doch okay. Naja, alles gut. Das sollte ich nicht glotzen. Weißt du was? Ich fühle mich heute für mich großzügig. Nicht auf Victor. Ich kann Victor auch noch heilen gleich. Der Roboter. Uff. Ui. Ui. Richard, nein. Richard, na, Spinne. Uff. Uff. Der ist richtig übel, das Mistvieh. Ja, gut, ich würde mal sagen. Frage, ob wir den CC'en können. Oder 34%. Sowas. Ja, soll ich mal niederschlagen probieren? Ich glaube nicht. Ich könnte natürlich einen Feuerpfeil probieren, wie immer. Aber nee, brennend ging schon bei dir nicht. Was könnte ich denn noch probieren? Ein Pfeil der Verfluchung, Stichern. Hm? Ich könnte eine Rauchwand auf ihn drauf machen. Nein. Ja, dann schieße ich einfach normal auf ihn. Ich habe aber nur eine 34%ige Chance, da wird nicht viel bei rumkommen. Muss einfach glauben. Na, ich habe geglaubt, hat nicht gereicht. Voll. So. Tank mal soll ich Knockback? Soll ich Knockback probieren? Oder lieber draufhauen? Boah. Probier mal Knock. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kannst du nicht CC. Ich glaube, ja, ich hau einfach drauf. Uff. Verfehlt natürlich. Steht doch im Dings drin, ja, oder? Mhm. Aber das ist schon an, oder? Das hat gar keinen. So. Immun gegen Brennend ist er. Ja, das ist ja immer gut zu wissen. Aber guck mal, er guckt mich jetzt an. Vielleicht geht er dann jetzt auf Fortnite. Und hoffentlich kann ich eine Attacke blocken, damit ich nicht gleich halbe HP hab. Nein, Victor. Victor hat geheilt. Oder hast du ihn geheilt? Victor ist der Einzige, mit dem wir noch sprechen können gleich. Nee, Victor ist gleich auch tot. Kommt drauf an, ob der auf Victor geht oder auf uns. Das geht nicht. Ich hab halt Angst, Eismagie. Ja, dann mach's halt nicht. Keine Ahnung. Dann mach normale Hits mit deinem Stab oder so. Blöd war halt, dass er den ersten direkt gewonnen hat. Mein Stab sind aber Zauberstäbe und die haben. Und wenn du so Ideen hast wie CC, die Magier, dann musst du es halt mal direkt sagen. Dann wäre es vielleicht auch nicht passiert, man weiß es nicht. Wenn du die Idee direkt hattest, zu sagen. Oh, Victor ist tot. All der Heal verschwendet. So. 30%ige Chance, das ist mal echt eine Zumutung hier. Ich muss einfach, näher ran. Ja, das Problem ist, das Ding ist halt auch, du hast immer noch das 20% weniger Treffling. Ja, das kann ich anmachen. Ausmachen. Na, jetzt habe ich 50%, ich gehe mal näher ran. 58, ich benutze meinen Durchschuss, weil der hittet wenigstens. Der macht zwar kaum Schaden an dem jetzt, aber. Ach, oh nein, hier ist ein Hebel. Ich stehe direkt neben einem Hebel, den man für 2 AP benutzen könnte. Vielleicht hätten wir den Hebel links und rechts benutzen müssen. Da sind 3 Hebel sogar. Naja, werden wir gleich machen, nächsten Zug. Soll ich, soll ich direkt zum Hebel gehen? Oder wir machen ihn so kaputt und vielleicht gibt es mehr XP. Ich, ich will aber wissen, was der Hebel macht. Einen Hebel ziehe ich. Okay, wunderbar. Nice. Dann ich muss die Reihenfolge benutzen. Erst den, dann. Hau ich jetzt mal drauf. Den, ja. Ja, wahrscheinlich. Aber in welcher Reihenfolge? Das ist für Nerds, die gerne rechnen. Ach so. Ach so. Ach so. Das ist für Nerds, sagt er. Ach, lieber coole Sachen, so wie eine Spinne. Ja. Dann mach ich noch andere Namen, weil ich cool bin. Und dann mach mehr Schaden, weil ich nett bin. Das ist aber nett. Hätte es vielleicht besser meinen Bogenschützen aber gegeben, aber egal. Weil ich mach mit dem. Ein Frieden fehlgeschlagen, natürlich. Du könntest ihn vielleicht rosten lassen mit Wasser. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das geht, aber das könntest du probieren mit Wasser. Probier es, ob das klappen wird. Jo, dann kann ich auch besser laufen. Na, er ist nass. Vielleicht könntest du ihn jetzt einfrieren, glaube ich aber nicht.
Weil du ihn gerade schon nicht einfallen konntest. Immerhin ist er nass. Wenigstens. Nein. Oh. Ich vermute mal, der ist gar nicht CC-bar. Ich glaube, wir hätten die Dinger machen müssen, die das Ding das. Egal. Die Hebel oder was? Ja, ich glaube, die Hebel wären der einfachste. Oh. Du hast sie vergiftet. Wie hast du das denn gemacht? Mit meiner Spinne. Ey. Autsch! Schießen also oder heilen? Reden. Das ist hier die Frage. Hohe Gewalt ist immer die Antwort. Ich könnte aber Fortnite heilen, das mache ich auch. Nein, ich heile Fortnite gleich mit. Ja, trotzdem. Ich kann ja eh nochmal. Ich kann eh nur einmal drauf schießen, deshalb. Dann. Triff. Yes. So. Und jetzt hau ich drauf. Ich mache ja mehr Schaden, oder wie wäre das? Oh ja, das geht sogar. Ja. Super. Du hast immer noch das blöde Kackschwert drauf. Kein Wunder, dass du wenig Schaden machst. Ja, normal. Dafür habe ich aber auch überlebt mit dem Schild gerade, Mann. Nee, nee. Ich hätte das mal blocken können von dem Spangen. Das wäre besser gewesen. AP? Auf, ja, du so eigentlich. Er ist nicht mehr vergiftet auf jeden Fall. Aber er ist flankiert. Autsch. Gut, dass ich mich geheilt habe. Ich hab dich geheilt gerade, sonst wärst du tot. Es wird eng für euch, flieht. Das ist ein Tooltip. Nein, es wird nicht eng. Nee. Wir haben es, der ist fast 62% tot. Chance. Verfehlt oder? Ja, natürlich. Super Sache. Ich will aber nicht zu nah rangehen mit ihr. Ich skippe einfach. Okay, ich muss mich jetzt selber. Achso, ich hab ja noch dieses. Uff, ob ich mich daran heilen kann mit dieser Berührung? Denke mal. Na, das war nicht schlecht. Ich könnte uns nochmal buffen, dann habe ich auch ein bisschen mehr Leben, oder ich hau dann nochmal drauf. Dann sterbe ich aber vielleicht. Ich will drauf fahren. Okay. Geht nicht. 4 AP. Dann buff ich. Los, Spinne, vergift ihn, erfüll meinen Willen. Ja, du schaffst ihn schon mit allen dreien, müsstest du ihn schaffen. Ach. Verfehlt? Nee. Er ist halt auch flankiert, das ist ganz gut. Das gibt uns ein bisschen mehr Schaden auf ihn. So. Das sollte. Tage ist far. Tja. Ihm war nicht zu far. Also ich glaube, ohne Schild wäre ich schon tot gewesen. Uff. Dieser AP-Verbrauch an. Boom! Das hat gut Schaden gemacht. Erdschaden macht richtig gut Schaden gegen. Du hast mich nochmal geheilt, okay. Hä, warum kannst du so häufig heilen? Nein, das hat einen. Das regeneriert. Achso, ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ich, ja. Das ist ja. Voll nice, Alter. Also, ich weiß nicht. Ja, mach einfach. Ja, siehst du, guck mal, da ist es. Da ist er aufgeladen. Ich wusste, dass das passieren würde. Aber du hast gut Schaden gemacht. Du musst ihn jetzt eigentlich nur noch töten. Hast du noch einen Zug? Nein, jetzt killt er mich. Blocken, Schild, Block. Oh ja. Ja. Ja gut. Du kannst ihn töten. Oh, kannst du nicht? Oder auch nicht. Er kommt auf dich zu. Aber jetzt, wenn du jetzt verfehlst, Alter. Nicht verfehlen, Boy, nicht verfehlen. Tja, hast du eine Resurrection Score? Oder willst du nochmal laden? Wir haben auf jeden Fall alle die EP bekommen. Glaube ich nicht. Nicht im Fight. Ich wollte eigentlich gut selben. Oh, ja, wie du willst, mach halt. Nein, also. Nee, komm. Ja, Jahan hat 4. Der Hornsohn. Kannst du ihn looten, oder was? Oder kannst du ihn dir noch angucken? Uff, das ist ein Haufen Resurrection Scrolls, die wir jetzt verschwenden, aber. Ja, weiß ich nicht. Musst du halt wissen, oder? Es geht ums Prinzip. Wenn wir das Ding auch ausschalten können, also wir haben gekämpft wie Männer. Ach so, na gut. Wir haben verloren wie Männer. Aber ich wusste. Ja, weil du ihn aufgeladen hast, sonst.
Ja, aber ich wusste, aber es war so, okay, bring ihn jetzt um. Und ich so, aber ich hab nur Elektro-Skill. Ja, ja, halt die Schnauze. Oh. Ich sammle schon mal die Sachen ein, die ich identifizieren muss. Ja, ich sammle auch das Gold ein bisschen. Das hätte ich mal machen sollen, bevor du wieder da warst. So. Hä, ich hab das Gold nicht eingesammelt. Mhm, nein, das war bei Dota, die ich nicht kontrolliere. Hä, du hast Gold eingesammelt. Ich hab erst was anderes eingesammelt. Ja, ja. Oh. Ich bin immer noch verlangsamt von dem scheiß Öl. Kannst du aber sehen, wie die Wasserheilskills so viel besser sind als deine. Hm. Die fucking Last. Nee. Ja, die sind halt wirklich besser als also. Ich hab's am Anfang des Falls gesagt. Keine Elektrosachen auf ihn drauf machen. Tja, oh, du hast es gemacht. Das war nicht gut. Weil ich dachte, dann. Ach, zu. Du kannst mich gleich nochmal heilen. Ja, ja, ja. Ich bin noch auf CD. Naja, ist gut. Ich muss eh gerade identifizieren. Es wäre einfach so viel einfacher gewesen, die fucking Schalter zu aktivieren und den fucking auszuschalten. Eine 15 Rüstungskappe ohne irgendwas anderes? Nö, passt schon. Eine 13 Rüstungskappe ohne irgendwas? Nein. Nach der 15 hatte ich nicht wollte. Scheiße. Klar, okay, nein, 15 ist eine blöde Zahl. 13? Ja. Das ist eine Glückszahl. Weißt du noch? Friday? Genau. Friday the 13th? Nie ist was Schlechtes. Das. Ja, mal gucken. Könnte sein, dass ich. Telekinese und Taschendiebstahl habe ich Armschienen, eine 15er Armschiene. Ja, die kannst du mir mal geben für später. Dafür. Utility. Okay, aber ich glaube, in diesem Punkt. Ja, dann lass uns aber mal verkaufen, noch eben. Auf eben? Noch eben? Ja, noch eben. Eben, sagt er. Das ist... Ja, das geht schnell, boy. Dieser das geht schnell. Die haben wir die aktiviert? Was? Ne, die haben wir nicht aktiviert. Ich gehe noch zu einer Statue, die wir nicht angemacht haben. Weil wir sonst wieder 1000 Jahre in dieser Richtung laufen werden. Hä? Ach, hier soll ich mal... Hä? Willst du Telekinese Taschendiebstahlhandschuhe haben für irgendeinen Charakter? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja? Ja, das, ja, okay, dann gebe ich sie dir schon mal. Was denn, was hast du gemacht? Kannst du mal kurz sehen, wo ich bin? Hm, bist du schon wieder am Kämpfen? Ja, ich wollte zu einer Statue, die wir nicht aktiviert hatten, aber da war anscheinend noch ein Kampf da. Ja, warte eben, ich komme. Aber es sind halt. Oh, die sind Level 6. Was sind das für welche? Das sind T-Hugs. Was soll ich nehmen? Ein Zweihänder? Ja, mach mal. Das Ding macht mehr Schaden noch. Also ich glaube, die kriege ich auch so weg. Ja, ich komme. Achso, ich muss mich nochmal heilen. Wo musst du denn überhaupt hin? Ja, ich bin. Bist du noch in der Höhle hier? Mhm. Nein? Wo bist du denn, Mann? Ich bin rausgegangen. Okay. Ja, ich seh's. Aber ich glaube, das Schwert und Schild behalte ich erstmal. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Für schwere Kämpfe. Wir haben jetzt übrigens schon wieder fast Level up, ne? Jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Naja, ist schon mega spät. Passt schon, wir machen jetzt den Fight, dann verkaufen wir und dann ist Schluss. Ach so. Ne, sonst ist es halt wieder 5 oder so. Ich müsste eigentlich noch morgen auf den Markt. Ich bin da, aber ich bin weit weg. Ja, aber weit weg.
Siebsorb. Uff, du bist schon wieder mittendrin, du Wahnsinniger. Hm? Du bist schon wieder mittendrin, du Wahnsinniger. Alles Plan. Ja, ja. Oh nein! Ach, das Ding hast du jetzt auch? Cool. Nein, nee, du bist niedergeschlagen. Oh oh. Das macht Damage jetzt an. Oh, oh nein. Ja, warum bist du auch da reingegangen, Mann? Oh, der schießt nochmal. Nee. Hast Glück gehabt, Alter, wenn der nochmal geschossen hätte. Die sind auch alle vor mir dran, ey. Die sind halt richtig dumm, dass die dich nicht fokussen, ja. Du kannst halt gar nicht alle CC'en. Ich muss ein paar Big Plays machen hier. Mhm. Du sollst vielleicht mal speichern, bevor du stirbst. Ach, ich werde nicht sterben. So. Die beiden brennen, ja. Aber dieser Brandscheiß auf dem Boden ist scheiße. Nee, okay, das Ding macht immer so eine Rauchwolke. Dann kann ich schon wieder nicht drauf schießen. Das ist auch kacke. Naja. So, Bayer Dotter muss laufen. Und zwar richtig weit. Das ist richtig kacke, aber nützt halt nichts. Muss irgendwie ein irgendwie ich kann niemand CC sehen. Ich lauf dafür 9 AP dahin. Und dann ist mein Zug vorbei. Du darfst da halt nicht direkt reinspringen, wenn du alleine bist. Das geht halt nicht. Aber es macht 2 Stunts. Ja, aber du bist tot, wenn da 5 Gegner sind oder 6. Ich wusste nicht, dass wir 5 Gegner sind. Ja, manchmal pullt man ja auch noch welche, die eigentlich noch gar nicht im Kampf waren. Tja, keine Ahnung. Du bist dran übrigens, ne? So. Hä? Ich hatte eigentlich den Knopf gedrückt, aber egal. Hm? Ich hatte eigentlich den... ich kann jetzt entweder hier hinchargen für 4 AP und dann nichts machen oder laufen und gar nichts machen. Ich glaube, ich lauf, ist besser. Dann kann ich vielleicht nächsten Zug was machen. Ja, ja, ja. Boah, warum hast du nichts gemacht? Immerhin habe ich mehr Movement. Fick dich. Ja, guck, jetzt gehen sie auf mich. Ja, was? 3 habe ich reflektiert, Junge. Ich habe ihn fast getötet mit meiner Reflexion. Uff, was für schlechte Kacklammen. Okay, Zeit für einen Abpraller. Wie viel? Achso, Abpraller ist egal, okay. Ja, mal gucken. Hat nur die beiden getroffen, hätte ich den mittleren nehmen müssen wahrscheinlich. Ja, ansonsten kann ich nichts machen. Soll ich noch ranlaufen? Nö, ich habe eigentlich gutes Schussfeld hier. Linsenius ist schon wieder dran. Wow. Ja, du kannst jetzt auch auf die beiden gehen, solange du mich nicht da wegbombst. Aber mit meinem neuen fetten Zweihänder. Uff, natürlich bombst du mich weg. Du hast nur ein bisschen Brandschaden mitgenommen, aber nicht direkt. Achso. Ja. Der brennt schon. Der eine ist flankiert. Ja, ja, ich kann die beiden rasieren mit meinem Rundumschlag. Oh, oder so. Dann sind sie auf jeden Fall beide tot. Ja. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich könnte, warte mal, wie viel kostet der? 4? Ich könnte uns buffen und dann das machen. Ja, das mache ich. Dann sind sie beide tot. Und wir kriegen alle Buffs und dann kriegt vor allen Dingen Jahan ein paar AP. So, und jetzt gibt's Rundumschlag, Bitches. Ach so, natürlich, den Lohn verfehle ich, damit beide überleben. Ernsthaft. Lächerlich, nein, ey. Nein, Jahan wurde übersprungen. Ja. Okay. Ich bin niedergeschlagen. Das ist jetzt doof. Ja. Der tötet dich jetzt. Na. Jetzt bist du tot. Er hat noch einen Zug, oder? Ja, oder jetzt bist du tot. Bist du schon tot? Nee, du lebst noch. Lol. Nein. Ich weiß gleich, wenn er wieder dran ist. Ja, die Scheiße ist halt, dass die alle dran sind, weil die mich CC't haben. Ach so, noch ein CC. Genau. Nein, verfehlt. Jetzt bräuchte ich den Abpraller, wo die los sind. Du bist tot. Ja, er ist super tot. Und jetzt hänge ich nochmal 10 Sachen.
Uff, uff. Nein! Okay. Das überlebe ich noch, aber... Hä? Einer ist tot, okay, nice. Einer ist verbrannt. Ich muss mich jetzt selber heilen, aber womit? 46 Lebenskraft, 94. Mache ich 94 und kann nichts machen? Nee, ich versuche. Ich hoffe, dass der hier jetzt tot ist danach. Scheiße. Er hat's überlebt. Ich habe noch 3 AP, mit denen kann ich halt nichts machen. Doch, ich habe eine Feuerbombe. Wer hat denn wenig AP von denen? Warte mal, was habe ich für Bomben? Ja, wir haben gar nicht. Digga, ich habe eine Liebesgranate. Ich hol uns diesen Wichser hier. Nee, ich kann 2 holen mit der Liebesgranate. Oder was macht die denn? 50 verzaubert, 50%ige Chance aber nur. Komm, auf 2 Gegner, einer wird übernommen, bitte. Bitte, bitte. Jetzt beide. Nice. Kannst du mir hochhelfen? Digga, nein. Ich bin mega weit weg und ich... Wie, womit? Hab ich das Ding? Nee, das hab ich nicht. Das hab ich mit dem anderen Charakter und ich hab's auch noch nicht geskillt. Nein. Ein Heal-Skill? Ja, der heilt irgendwie... Nein, aber das... Minimal. Also der Hochheben... Aber healen ist eine gute Idee. Ich sollte... Wie viel? 4 AP kostet ein Schuss. Warum hast du die Granate nicht viel früher benutzt? Dann hätte... Ja, Digga. Das weiß ich. Ja, ich kann hier den vor mir anschießen oder Fortnite heilen. Nicht die Gechampen. Also nicht die... Ich kann Fortnite heilen oder... Kann ich Fortnite überhaupt heilen? Ja. Das mache ich auch, weil die muss was machen. Ja, aber dann kann ich nicht schießen. Ich muss das Gaffes machen, weil ich jetzt noch 3 fucking Züge auf dem Boden liege, weil du mir nicht hochhilfst. Ja, warte, ich guck mal gerade. Wenn du nicht für mich da bist. Ich heile Fortnite und dann nehme ich selber einen Heiltrank, dass ich überlebe. Einfach anders geht's nicht im Moment. Damage machen ist einfach zu riskant. So selbstsüchtig. Ja, was soll ich denn sonst machen? Mir hochhelfen. Geht nicht. Ich hab nichts. Geht nicht oder willst du nicht? Nee, geht nicht. Ich kann... So. Ja, genau. Okay, ich skip. Jetzt gehen die auf mich... Ach nee, die gehen auf die. Ja, das ist gut. Die machen Schaden. Das ist sehr schön. Nice. Das hat den Fight gewonnen, dass er einmal nicht getroffen hat. Jawohl. Oh, auch verfehlt. Ja, ist egal. Ich bin aber wieder da. Und der ist tot. Das war der gecharmt? Nee, die sind beide tot. Nice. Geh auf den Typen rechts, der nicht gecharmt ist. Ja, natürlich. Warte mal. Ja, kostbar ist 4. Jetzt kostet das halt 4 AP. Wer ist als nächstes dran? Du skippst, ne? Ich skipp 3 Züge. Okay, dann buff ich Bayardotte. Außer irgendwer hilft mir hoch. Kann ich nicht, Mann. So, und Bayard. Wie lange ist der jetzt noch gebufft? Warum? Digga, warum kann ich den nicht hitten? Achso, weil der verbündet ist aktuell. Das ist natürlich scheiße. Aber der andere ist 100%ige Chance. Da musst du fucking das Windows-Taste oder sonst irgendwas für Auto angreifen benutzen, um ihn zu treffen. Nee, passt, aber ich mach den lieber, wo ich eine 100%ige Chance hab. Achso, ja, das... Ja, ich hab diesmal meine Haltung nicht gemacht. Das ist natürlich dumm, dann wäre er nämlich tot gewesen. Und jetzt brauche ich nämlich 4. Der andere macht die gleich sowieso. Ja, dann skippe ich jetzt. Sehr schön. Und jetzt ist er auch entzaubert. Und weißt du, was jetzt das Gute ist? Ich habe gleich nochmal eine 100%ige Chance. Der wird nämlich jetzt niedergeschlagen. Wow. Das ist so. Richtig gut, wa? Ich habe es gesaved. So, und jetzt, weil der 100%ige Chance hat. Und ich habe jetzt 1000 AP mit ihr, kann ich jetzt meine Haltung anmachen. Weil ich habe ja 100%ige Chance. Jetzt kriegt er einen fetten Hit. Und jetzt kriegt er noch einen fetten Hit. Und wenn ich Glück habe, ist er tot. Easy. Kannst du Jahan bitte wiederbeleben? Ja, kann ich. Ich muss ja noch 8 Minuten liegen bleiben, bevor ich aufstehen darf. So, warte. Mann, wo ist die fucking Cocktease vor Level. Warte mal, wer hat mehr Scrolls? Da muss ich gerade mal gucken. Wir haben beide 2, dann macht mal hier sie. Scrolls. Ach, jetzt. Nice, wir haben.
Hier ist eine Robe, die du identifizieren musst. Ja, gib mal rüber. Dann schwur dich als Irrgänger. Auf Zeit zu lernen. Verzauberungspfeil ist hier. Die Bombe hat uns halt echt den Arsch gerettet da gerade. Ich weiß, ich kann jetzt endlich. Oh, ich bin Level 6. Scheiße. Und gib mir. Weißt du, was ich nämlich machen kann jetzt? Aber die hat uns auch nur den Arsch gerettet, weil ich das Glück hatte, dass statt keinem beide übernommen wurden. Sonst wäre es das nicht geklappt. Was kannst du machen? Was war das? Uns verbinden? Oder was? Kannst du uns verbinden? Ich kann jetzt verzaubern. Okay. Oh, nice. Das ist richtig geil. Ich weiß. Ja, das ist richtig gut. Deswegen habe ich auch auf Level 6 gewartet, weil ich jetzt richtig geilen Shit kriegen kann. Ja gut, ich habe halt... Ich krieg jetzt ein fucking Gift-Ding, das mega viel Schaden macht, und ich krieg das Verzaubern plus einen besseren Summon, der tanken kann. Okay. Und mit tanken kann, meine ich, der kann fucking... Ich dachte, hier lagen mehrere oben, aber scheinbar nicht. Bewegung und LP hat die. 6 Intelligenz, 34 Rüstung. Ich geb sie dir mal rüber. Die scheint ganz gut zu sein, würde ich sagen. Ja, gib die mal Jahan. Ich hab sie dir schon gegeben. Auf. Ich muss auch Sachen verkaufen eigentlich. Ja, müssen wir halt gleich mal machen noch. Gleich mal? Ja, das können wir ja noch machen. Wenn du nicht wieder in den Kampf gerätst, ja. Warte mal, ich habe jetzt einen neuen Bogen, der minus 1 macht. Aber. Bei 34 oder 36, was hast du gesagt? Was ist mit 34? 34 bei dir Robo oder was? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe sie dir ins Inventar gegeben. Ja, passt schon. So, Jahan macht jetzt. Was? Das ist halt Aerosol. Oder. Turosol oder Aerotur. Was? Aerosol? Überträgt er dann Corona oder was? Coronol oder. Kyrosol, Alter, ist klar. Ich hab so viel Shit, den ich gleich verticken muss, ne? Ja. Ich hab halt auch einen Haufen Scheiße, aber. Blitzpulsation. Nope, alles Müll. Oh ja, ich weiß schon. Lass ich wieder so viel Daddy. Eishard. Eiswolf. Warte mal, eine 40er Gewandheitsrüstung. Easy. Wieder so viel Daddy. Die gebe ich doch mal Bayer Dotter. Ich habe 15er Helme, random 15er Helme, wenn du davon irgendwas willst. Warte, ich muss kurz überlegen. Level 3. 2, 4. Und das. Zap, zap, zap. Das werde ich viel benutzen. Mehr Hexerei. Jetzt nicht bereuen. 619. Oh, ich bin bei 14 in. Schon, ne? Ach, das eine Schwert ist unverwüstlich. Das sollte ich eigentlich deshalb schon. Das ist ein legendäres Schwert sogar, sehe ich gerade. Peter Lees Schwert. Das sollte ich eigentlich deshalb schon benutzen. Das macht zwar weniger Schaden, aber es ist halt unverwüstlich. Nicht. Ja, das Reparieren hat jetzt auch nicht so viel gekostet bis jetzt. Ja, aber das verbraucht die Dinger immer, oder nicht? Nein. Jetzt habe ich nur noch übrigens ein plus einen auf Dings. Dann sollte ich jetzt mein fettes Schwert wieder benutzen, oder? Nein, es hat nicht. Die Hammer sind nicht verbraucht worden durch das Reparieren. Achso, okay. Das ist nice. Ja, ich nehme mal jetzt mein besseres Schwert wieder. Jo, jetzt mache ich viel mehr Schaden. Scheiß drauf, dass ich einen AP mehr brauche. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal leveln. Okay, was kann ich leveln? 2 verfügbar. Damit kann ich noch nichts anfangen. Zweihändig kann ich noch nicht weiter skillen. Und Frontkämpfer auch noch nicht. Was für ein Scheiß. Ich könnte jetzt Stärke. Bestimmt auch einen Angriffswert mit stärkebasierten Waffen. Ich wollte erstmal orientieren. Kein Bock. Konstitution. Lebenskraft und Aktionspunkte. Ach, Wahrnehmung wollte ich auch noch skillen, ne? Ein bisschen, hatte ich gesagt. Wegen Crit-Chance, ne? Ich nehme mal einen in Wahrnehmung. Was denn? Was war?
Hat Jahan aus Versehen angegriffen. Naja, halt Schnauze. Okay. Was kann ich denn mit Bayer Dotter skillen? Die könnte Bogen noch mehr lernen, dann macht sie mehr Schaden. Oh, sie kann Scharfschütze auf 3 bringen? Ich habe 3 Punkte. Das ist gut, oder? Dann kann ich mehr Fähigkeiten lernen. Das ist halt die Frage. Scharfschütze auf 3 ist halt... Ja, dann kann ich endlich das Präzisionsding lernen. Wie viel macht das? Plus 30% Trefferwahrscheinlichkeit, das ist richtig gut. Ja, ich mache Scharfschütze schon mal auf 3 bei ihr. Scheiß auf den Bogenschaden, den flachen. Ich will lieber endlich treffen können. Wenn ich treffe, mache ich mehr Schaden. Macht irgendwie Sinn, oder? Ich glaub, ja. Ich glaube, mehr treffen ist schlimm. Soll ich dann mit ihr lieber... Ich habe Gewandtheit 8 und Wahrnehmung von auf 9, aber durch Ausrüstung 2 Punkte. Was soll ich dann nehmen mit ihr? Eigentlich Wahrnehmung noch, oder? Ja, oder Gewandtheit. Andere. Also, ja, sobald ich die Ausrüstung halt ablege, verliere ich halt, ne? Und dann treffe ich auch nicht mehr so gut. Das ist halt das Ding, auf größere Distanz. Oder ich mache halt jetzt Gewandtheit, das wäre jetzt halt nicer, weil dann meine Scharfschützenfähigkeiten mehr Schaden machen und meine Waffen allgemein. Warte mal, ich kann das kann man rückgängig machen, glaube ich. Optimum da ist, ich weiß halt nur für meine Magier, was ich da ungefähr machen will. Aber ich kann nicht sagen, so, ob Gewandtheit ab einem gewissen Punkt halt gemacht ist, dass du dann gar nicht mehr nicht treffen kannst oder was. Ich meine, da gibt es ja auch noch Skills, die das, glaube ich, verbessern. Aber vielleicht hast du die ja schon, dass du auf Distanz mehr triffst oder sowas. Ne, ich kann den ja jetzt gleich nehmen, den einen. Ich mache mal erstmal Gewandtheit rein, dass ich noch... Ja, dann habe ich besseren Angriffs- und Verteidigungswert. Das ist, glaube ich, ganz gut erstmal. Okay, Bayer Dotter ist fertig gelevelt und... Ja, meine andere kann noch nicht leveln, weil ich Frontkämpfer eigentlich auf 3 machen will. Oder halt zweihändig. Und das geht halt beides nicht. Okay. Ich frage mich halt, ob ich... Ich glaube, ich behalte den Bogen erstmal, wo ich... Ja, mit dem habe ich auch mehr LP. Ja, das ist besser. Okay. Was denn? Ach, verkaufst du gerade oder was machst du? Ja, ja, deswegen. Also. Ja, muss ich jetzt auch eben machen, aber erstmal lerne ich jetzt Fernkampf. Ja, und jetzt die andere Fähigkeit kann ich wieder nicht lernen, die andere Novize. Sind wir jetzt Stufe 6? Ja. Und dann kann ich für Bayer Dotter theoretisch noch ein Buch kaufen. Und für meine andere auch. Wie viel Dinger kann ich denn können? Ach, scheiße. Was denn? Ich habe gerade verschrüppelnder Schlag gelernt. Ich hätte lieber... Naja, obwohl Nahkampf-Defensivhaltung, weiß ich auch nicht, die benutze ich wahrscheinlich auch nicht immer. Ich hätte wahrscheinlich lieber helfende Hand gelernt, dass ich Leute hochhelfen kann. Das hätte eben geholfen. Ja, brennende und naja, egal, geht jetzt nicht mehr. Denke ich mal. Ich kann es noch probieren. Doch, kann ich auch noch lernen. Warum? Jetzt muss ich mir umkommen. Weil das beides Adept-Fähigkeiten sind. Ach, lol. Und jetzt kann ich noch Angriffs... Was soll ich lernen? Angriffshaltung? Da habe ich mehr Schaden, mehr Bewegungsgeschwindigkeit, aber weniger Trefferchance.
Oder die Verteidigungshaltung. Ja. Plus 20 Rüstung, aber minus 15 Schaden. Aber es sind nur 20 Rüstung. Das skaliert eigentlich über Equip besser, oder? Ich würde eher die Angriffshaltung nehmen. Ist die Rüstung mit Leveln auch mit skaliert? Nee, glaube ich nicht. Weil da steht plus 20 ohne Prozent. Und bei den anderen sind es halt Prozent Schaden und Prozent Bewegungsgeschwindigkeit. Ich mach das mal, wenn ich das auch kann. Ich tanken, oder? Kann ich nicht. Und da habe ich schon keine 5 von den beiden benutzen. Ja, kommt drauf an. Das halt nicht direkt am Anfang. Rüstung hast, das andere macht nur, dass du weniger Schaden nein, hast. Nein, das Ding, was mehr Rüstung macht, macht weniger Schaden. Und das Ding, was mehr Schaden macht, macht weniger Trefferwahrscheinlichkeit. Ist auch jetzt egal. Weniger Schaden. Brauchst du noch eine 34er? Ja, aber dafür halte ich auch mehr aus. Brauchst du noch eine 34er Robe? Ja, ich schick mal rüber. An wen? An Jahan? Ja. Ich hätte noch einen 13er Helm mit Wahrnehmung und Lebenspunkten, den gebe ich dir auch mal rüber, auch an Jahan. Muss mal gucken. Einmal bitte. So, und ansonsten muss ich halt gucken. Ich brauche eigentlich noch ein anderes Buch. Egal, du bist in die Stadt teleportiert, nehme ich an, ne? Ja. Ja, mach ich jetzt auch. Mein letztes Hemd wird mir hier noch genommen. Tja. Aber ich muss mal eben jetzt auch einkaufen. Das dauert jetzt noch eine Weile.